ist es möglich, dass diese drei Leute so viel Arbeit schaffen wie sechs? Nach meiner Recherche waren das zwei Faktoren. Die eine war, sie hatten einfach mehr Druck, ja, einfach mehr, sie hatten mehr zu schaffen. Wir müssen die Sachen fertig bekommen, wir haben das zu tun und haben dadurch ihren ganzen Ablauf automatisch strukturierter, gestraffter aufgestellt. Und das zweite ist, sie haben weniger Ablenkung gehabt. Mit den sechs Frauen in dem Büro wurde so viel Raucherpausen, Kaffeepausen, Kuchenpause betrieben und Austausch stattgefunden, der auf einmal wegfiel. Ja, das heißt, der Druck, ich muss was schaffen, ich habe was zu erledigen, die Produktion braucht Material, wir müssen bestellen und gleichzeitig, ich habe keine Ablenkung. Jetzt stellst du die Frage, was mache ich denn jetzt? Schmeiße ich jetzt Leute raus? Setze ich sie woanders hin? Mein Tipp ist, schau, dass du sie umstrukturierst, in eine andere Abteilung zum Beispiel. Aber behalt sie drin, weil sie sind wichtig für dich, denn sie geben dir Stabilität.